Puh, Gaëtan, was ein Spiel. Ein 1:1 gegen Wolfsburg. Sind wir damit jetzt zufrieden oder nicht? Das war ein schweres Spiel gegen eine große Mannschaft. Und wir haben viel Tor in dem Torwart in Wolfsburg. Und ja, 1:1 ist ein gut, ja, das ist gut für uns. Ja, du siehst aber gar nicht so happy aus. Dabei war es wirklich in der ersten Halbzeit also richtig geil zum Angucken auch, oder? Ja, aber wir haben viel Torschuss und ich glaube, wir können gewinnen, wenn sie sind ein bisschen viel besser in dem 16 Meter. Mhm. Wie war es so defensiv? Selbst als Verteidiger bist du sowieso immer viel am Laufen, aber wie schwierig war das heute dann auch 90 Minuten lang diese Intensität zu halten? Ja, aber Wolfsburg hat viel Top-Spieler und das war schwer, wenn Wolfsburg hat den Ball und ja, aber wenn wir können laufen in der Seite, wir müssen. Muss laufen, ne? So, dann darf ich trotzdem freuen, wir sind stolz auf euch. Danke dir. Danny, 1:1 gegen Wolfsburg, irgendwie, keine Ahnung, seid ihr nicht so zufrieden? Von der Körpersprache sieht es jedenfalls so aus. Also wir fanden es von außen ein richtig geiles Ding, auch wenn das Ergebnis vielleicht dann... Oder wie ist es? Macht es euch zufrieden oder nicht, so ein 1:1? Wenn man die erste Halbzeit sieht, nicht. Wenn man die zweite Halbzeit sieht, haben wir schon ein bisschen, ja, würde ich nicht sagen den Faden verloren, aber ein bisschen die Kräfte sind weggegangen. Erste Halbzeit fand ich richtig gut. Wir haben viel Gegenpressing gespielt, haben gute Torchancen uns erspielt. Das ist halt ein scheiß Tor, wenn du dann ja nach einer Ecke oder nach einer Standard zum Tor kriegst. Bis dann haben wir richtig gut gespielt. Auch danach gute Moral bewiesen. Super Einzelaktion vom Levin, quer auf den John, der eigentlich auch mal wieder sein Tor macht, der sich auch mal wieder belohnt. Ja, aber ich denke, wenn man dann die zweite Halbzeit sieht, kann man mit dem Punkt zufrieden sein. Obwohl gegen Ende ja dann das Ding auch nochmal rein. Also Kun Kastel ist unglaublich, so ein Parade. Aber egal, wir wollten nochmal auf unser Gegentreffer kurz eingehen. War das so ein Ding? Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Ja, Zuteilung nicht gestimmt, was war da los? Muss ich mir nochmal angucken. Der Ball, der kommt auch im Fünfer runter, zickt glaube ich auf. Muss ich mir nochmal anschauen. Genau, ich habe die Situation jetzt auch nicht im Kopf. Würde ich sagen, scheiß drauf, war trotzdem ein geiles 1:1, geile Reaktion auch. Wie ist denn dieser Ruck? Wann merkt man diesen Ruck? Du gehst in Rückstand und dann merkst du, krass, es läuft trotzdem weiter. Wie fühlt sich das auf dem Platz an? Ja gut, super fühlt sich das an. Ich meine, wann merkst du, dass wir uns dadurch nicht beeindrucken lassen, dass wir in Rückstand geraten sind? Ja, wenn dann die nächsten Minuten, ein, zwei Minuten, merkst du das, ob die Körpersprache dann ein bisschen runtergeht oder ob du aufrecht bleibst, ob du eine gute Körpersprache hast. Wir hatten die, machen so liegt das 1:1. Und wenn wir noch in der zweiten Halbzeit vielleicht das vom Jairo das Tor machen oder vom Pablo den Kopfball, dann gewinnen wir hier und das haben wir uns vorgenommen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, können wir mit dem Punkt zufrieden sein. Wir sind auf jeden Fall stolz auf euch. Danke. Danke. Normalerweise sprechen wir nicht so gern vom Man of the Match, aber irgendwie durch dieses Vorbereitungsteil, Alter, was waren das für Moves? Wo hast du die ausgepackt? Das war so geil. Ja, danke. Ja, John ist natürlich auch super mitgelaufen. Ich musste ihn am Ende nur noch querlegen. Freue mich natürlich auch für John, dass er mal wieder ein Tor gemacht hat. Es ist ja so bescheiden, weißt du. Die drei Moves vorher, ich glaube, vier Wolfsburger sind einfach umgefallen, weil du die einfach hast stehen lassen. Kurzer Schnick mit der Hüfte. Wie hat sich sowas angefühlt? Ja, ist natürlich in der Situation gut gelaufen für mich. Der eine Gegner ist, glaube ich, auch noch ausgerutscht und musste ich nur noch querlegen. So, und wie schwer war es insgesamt gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die nicht so spielt, wie der Tabellenplatz sie ausweist? Also wie schwer war es heute, so ein 1:1? Kann man damit zufrieden sein? Ja, ich denke auch am Ende mit dem Schuss von Jairo hätten wir fast noch die drei Punkte mitnehmen können. Aber na klar, war ein hart umkämpftes Spiel. Sehr viele harte Zweikämpfe und war natürlich auch wichtig für uns, dass wir nach dem 1:0 vom Gegner so gut wieder oder auch so schnell wieder zurückgekommen sind. Und am Ende war es eigentlich ein offenes Spiel. Wir hätten gerne noch den Lucky Punch gemacht und die drei Punkte mitgenommen. Aber ich denke, auch mit einem Punkt können wir ganz gut leben. Das heißt, dass wir auch so einen Rückstand auch wegstecken können, also die Reaktion gezeigt haben. Habe ich eben Danny schon mal gefragt, wann merkst du, dass das Momentum dann doch wieder bei dir ausschlägt? Ja, ich denke, wir haben das ganze Spiel über gekämpft, als Mannschaft auch Gas gegeben und sind einfach schnell wieder zurückgekommen. Besonders jetzt auch in der letzten Zeit hatten wir viele Spiele, wo wir Spiel davor gewonnen haben, dann das nächste verloren. Jetzt haben wir unentschieden gespielt, einen Punkt mitgenommen und können das nächste Spiel wieder Vollgas geben. Alles klar, vielen Dank. Danke. Geile Aktion auch, Junge.